Hallo, ich bin Caroline von Fadenkäfer und wir nähen heute die Bluse Summer. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch jetzt meinen Kanal. Wir beginnen mit dem Rückenteil. Im Rückenteil haben wir Abnäher. Diese nähen wir als erstes. Übertrage die Markierungspunkte auf das Rückteil auf die linke Stoffseite und zeichne sie dir ein. Durch das Einzeichnen entsteht eine sogenannte Raute. Dasselbe machen wir auch auf dem anderen Rückteil. Wir legen jetzt den Abnäher. Wichtig hierbei ist, dass die Punkte später aufeinander liegen. Den Abnäher haben wir jetzt gesteckt. Wir nähen jetzt den Abnäher mit einem Geradstich entlang unserer Linie. Die Enden hierbei werden nicht verriegelt, sondern nur verknotet. Ich zeige dir das jetzt an der Nähmaschine. Verknote die Enden des Abnähers. Anschließend wird der Abnäher zur hinteren Mitte, also zur Mitte im Rückenteil, gebügelt. Die Abnäher haben wir jetzt genäht und gebügelt. Anschließend habe ich die Kanten im Rückenteil einmal mit der Overlock versäubert. Wir klappen jetzt die beiden Teile rechts aufeinander. Und stecken sie zusammen. Nähe die Rückenteile jetzt mit einem Geradstich zusammen. Bügel die Nahtzugabe im Rückenteil auseinander. Kommen wir jetzt zu den Knopfleisten. Wir bügeln die Leiste einmal der Länge nach. Dazu klappst du die Leiste links auf links
und bügelst dir die Kante. Eine Seite der Kante bügeln wir 1 cm um. Auf der anderen Hälfte der Leiste zeichnen wir uns die Nahtzugabe einmal ein. Auf der anderen Hälfte der Knopfleiste machen wir genau dasselbe, nur gegengleich. Unsere Knopfleisten sind jetzt vorbereitet. Wir brauchen im nächsten Schritt das Vorderteil. Wichtig im Vorderteil ist, dass wir uns das Ende der Knopfleiste einmal mit Flieseline verstärken. Wir beginnen mit einer Hälfte der Knopfleiste. Wir haben uns hier die Nahtzugaben eingezeichnet. Diese kommt an die Öffnung der Knopfleiste. Lege die Leiste passgenau mit dem Halsabschluss an der Kante fest und stecke sie einmal. Dasselbe machen wir auch mit der anderen Seite. Wir nähen unsere Leisten jetzt an. Dies machen wir auf unserer Nahtlinie, die wir uns vorher eingezeichnet haben. Wichtig hierbei ist, dass wir nur bis zur Markierung nähen. Die beiden Leisten haben wir jetzt angenäht mit 1 cm Nahtzugabe. Drehe das Vorderteil mit der linken Stoffseite zu dir zeigend vor dich hin. Wir schneiden jetzt ein. Wichtig hierbei ist, wir schneiden nicht die Leiste ein, sondern nur im Vorderteil bis hin zur Naht.
Anschließend klappen wir die Leistenteile nach innen um. Wir fangen erst mit einer Leiste an und bügeln die Nahtzugabe jetzt nach innen einmal um. Nachdem wir die Nahtzugabe nach innen gebügelt haben, in die Leiste, klappen wir jetzt die andere Hälfte der Leiste darüber. Und stecken sie einmal fest. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Nahtzugabe in die Leiste klappen, die andere Hälfte der Leiste darüber. Wir steppen jetzt die Leisten einmal ab. Ich zeige dir das jetzt nochmal an der Nähmaschine. Wir haben jetzt beide Leisten abgesteppt. Abgesteppt haben wir auf der Leiste. Wir drehen jetzt das Vorderteil auf die linke Stoffseite. Wir ziehen uns den Einschnitt nach innen, klappen zuerst die rechte Leiste.
da drauf und dann die linke Seite. Die Leisten sollten genau aufeinander liegen. Wenn wir die Leisten jetzt hochklappen, sehen wir den Einschnitt und die beiden Leistenteile. Stecke alles genau aufeinander. Wir nähen jetzt mit einem Geradstich die Leisten fest. Dies machen wir genau von dem Punkt bis zu dem Punkt. Ich zeige dir das jetzt noch an der Nähmaschine. Wir schneiden jetzt noch die Leistenteile zurück. Anschließend versäubern wir die Teile. Die Leistenteile sind jetzt versäubert. Klappe jetzt das Vorderteil auf. Wir nähen die Knopflöcher. Wie du ein Knopfloch nähst, entnimmst du der Bedienungsanleitung deiner Nähmaschine. Die Knopflöcher werden auf der oberen Knopfleiste genäht. Die Position der Knopflöcher entnimmst du dem Schnittmuster. Zeichne dir die Knopflöcher auf der oberen Leiste einmal ein und nähe die Knopflöcher anschließend. Die Knopflöcher sind jetzt genäht. Wir öffnen jetzt noch die Knopflöcher. Es fehlen jetzt noch die Knöpfe. Nähe die Knöpfe auf der unteren Leiste an. Unsere Knopfleiste im Vorderteil ist jetzt fertig. Versäubere im nächsten Schritt die Schulternähte, einmal vom Vorderteil und einmal vom Rückteil. Die Schulternähte sind versäubert, wir klappen jetzt Vorderteil auf Rückteil, rechts auf rechts. Und stecken uns die Schulternähte. Nähe die Schulternähte mit einem Geradstich zusammen. Bügel die Schulternähte auseinander. Wir nehmen uns jetzt erst das Rückenteil und dann das Vorderteil und versäubern uns die Seitennähte. Die Seitenteile haben wir jetzt versäubert. Kommen wir zum Ärmel. Lege den Ärmel rechts auf rechts, schöne Stoffseite auf schöne Stoffseite, auf den Armausschnitt. Wir haben im Rückteil zwei Knipse und im Vorderteil einen Knips. Diese sollten beim Stecken aufeinandertreffen.
Der Ärmel ist jetzt im Armausschnitt gesteckt. Nähe den Ärmel ein. Klappe Vorderteil auf Rückenteil rechts auf rechts und stecke dir die Seitennähte. Aus dem Schnittmuster entnimmst du die Markierung für das Schlitzende. Dort stecken wir uns eine Nadel. Die restliche Seitennaht stecken wir uns jetzt mit Klammern fest. Die Seitennähte sind jetzt gesteckt und werden genäht mit einem Geradstich. Wir nähen genau bis Schlitzende. Die Seitennähte haben wir jetzt mit einem Geradstich geschlossen. Die Naht endet genau am Schlitzende. Versäubere den Saum. Anschließend stecken wir uns den Saum einmal um. Nachdem du den Saum gesteckt hast, nähen wir ihn mit einem Geradstich fest. Der Saum ist jetzt fertig. Wir nähen als nächstes die Schlitze. Bügel dazu die Nahtzugaben einmal auseinander. Die Seitennaht ist jetzt auseinandergebügelt und das Schlitzende auch. Wir stecken uns jetzt noch die Nahtzugabe einmal fest. Mit einem Geradstich steppen wir jetzt den Schlitz ab. Ich zeige dir das an der Nähmaschine. Versäubere den Ärmelsaum und schlage ihn anschließend um 2 cm nach innen um.
Nähe den Saum mit einem Geradstich fest. Schneide dir jetzt einen Schrägstreifen auf die gewünschte Länge zu. Wir haben einen 4 cm breiten Streifen genommen, zur Hälfte gebügelt und die Enden auch nochmal zur Hälfte umgebügelt. Wir nähen den Streifen jetzt an den Halsausschnitt an. Dazu lege ich mir die Bluse mit der rechten Stoffseite vor mir hin und fange im Rückenteil an. Ich klappe den Schrägstreifen noch einmal auf und stecke ihn dann ringsherum am Halsausschnitt fest. Nähe den Streifen jetzt mit einem Geradstich an. Dies machen wir ungefähr mit 0,5-0,6 Abstand zum Halsloch. Das Schrägband ist jetzt am Halsausschnitt schon angenäht. Wir klappen jetzt die andere Hälfte noch um. Das Ende vom Schrägband klappen wir einmal nach innen und legen dann das Band aufeinander. Stecke dir das Band jetzt fest. Am Halsausschnitt klappen wir die Nahtzugabe nach innen und klappen das Schrägband darüber. Dein Schrägband ist jetzt vollständig am Halsausschnitt festgesteckt. Wir nähen das Schrägband mit einem Geradstich an und steppen es knappkantig
einmal ab. Deine Bluse Summer ist jetzt fertig.